Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen. Wir sind in der letzten Folge mit Mendozas Männern, wie man hier sehen kann, in den Vulkan reingestiegen, also hinabgestiegen. Als wir die Tür geöffnet haben, sind ein paar Echsenmenschen rausgekommen. Jetzt sollen wir hier eine Tür öffnen, nämlich genau diese hier. Warte mal, war es diese? Warum ist das jetzt offen? Ich gehe mal rein. Warum ist das schon offen? Das sieht aus, als wenn man hier sterben würde. Oh, das wird man auch. Okay. So viel zu dem Thema. Bitte diesen hier. So, wie gesagt, wir sollen hier... ich dachte, wir sollten die Tür öffnen, aber die Tür ist schon offen. Nee, wir sollen wahrscheinlich verhindern, dass uns das Ding hier plattmatscht. Also brauchen wir so eine Winde. So eine Kurbel. Na, ihr kurbelt hier auch ganz wild, aber das ist nicht das, was wir wollen. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Ja. Das macht schon ordentlich was. Die Frage ist, ob ich hier mit meiner krassen Fähigkeit hochkomme. Mit der ich überall hochkomme. Im Zweifel. Na, jetzt hänge ich hier wieder, ne? Scheiße. Okay, das habe ich selbst mir zuzuschreiben. Nee, ich dachte, dass ich da vielleicht ein bisschen hochkomme und damit Levitation da hochfliegen kann, weil bei der letzten Winde war es nämlich dort, die war dort hinten. Und wenn die Chance... Und da ist sie doch, oder? Garantiert. Wenn die Chance besteht, dass ich da... wenn die Chance besteht, dass ich da mit Levitation hochkomme und mir 10.000 Kilometer Weg spare, dann täte ich das gerne machen. Pass mal auf. Levitation ist doch... Magie wirkt hier nicht. Ah. Das ist so ein Anti-Magie-Kristall. Scheiße. Das bringt gar nichts. Da bin ich vor allem irgendwo angeeckt. Das ist das Problem. Wenn du mit dem Ding irgendwo aneckst, dann ist es vorbei. Nee, wir sollen auf jeden Fall hier in diese Richtung weiter. Denn dort ist einer von Mendozas Männern gelaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Rufus? Rufus? Keine Ahnung. Hieß er Rufus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wir sollen hier nochmal rüber. Da waren wir in der letzten Folge auch schon und sind draufgegangen, ganz kläglich. Pass auf, da ich Levitation jetzt eh schon habe, ich würde gerne wissen... Na super, ey. Oh, Spiel, fick dich, weißt du? Ganz ehrlich, was soll das? Dieser Kackbug. Wir kommen hier nicht hoch, weißt du? Wir kommen hier nicht hoch, weil ständig... uns das Spiel einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt mache ich es nochmal. Jetzt mache ich nochmal Levitation. Man braucht diesen wunderbaren Zauber, um hier hochzukommen. Um festzustellen, dass hier gar nichts ist, war. Ja, hier ist wirklich nichts. Macht aber nichts, pass auf. Ist ja nichts passiert? Ich lade einfach nochmal. So, pass mal auf. Dann geht's halt hier nicht weiter. Dann fliege ich jetzt nochmal mit diesem tollen Levitationszauber hier rüber. Ist ja toll. Hey,
Warum habe ich die denn, warum sind die denn noch schon wieder da? Die habe ich doch beim letzten Mal umgelegt. Ich meine, dann wär ich ja gar nicht erst rübergeflogen. Nee. Alter, was ist denn hier los heute? Warum achte ich nicht da drauf hier? Schießen weg. Weg damit. Du hässlicher. Habe ich den richtigen Speicherstand geladen? Ich hoffe doch. Aber das sah richtig aus. So, das waren zwei. Scheiße, ey. Jetzt kommt der nicht raus, weißt du? Ist immer dasselbe, ey. Ich fliege jetzt rüber, weißt du? Und dann steht er da plötzlich. So, das war so klar. Und da ist er, Rufus. Weisheit im Kampf. Aha. Interessant. Doch, die hieß tatsächlich Rufus, der Gute. Und Rufus hat's zerlegt. So, da geht's nicht weiter. Ah, das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Den Hebel habe ich nicht gesehen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Der schaltet jetzt vermutlich die Fallen aus hier. Ich hoffe es mal. Was ist denn das? Ist das ein Pfeil? Nee, Spinnenweben. Ach, hey je. Okay, alle werden nicht ausgeschaltet offensichtlich. Na gut. Manno. Das wäre ja auch zu einfach. So. Tja. Wie mache ich denn das jetzt, bitteschön? Gibt es hier irgendwie einen Weg, wo ich mit Nautilus weiterkomme? Gibt es vielleicht noch einen zweiten Hebel? Oder gar einen zweiten Raum? Nee, gibt's auch nicht. Voll flambiert, Mann. Voll flambiert. Nee, das geht auch nicht. Sieht man hier noch vielleicht irgendwie was? Nee. Scheiße, Mann. Wie zur Hölle soll ich denn... Ja. Der aktuelle Speicherstand, Spielstand geht verloren. Ja, ich bin tot, Mann. Merkst du noch was? Das ist ja blöd jetzt. Kann ich hier rein? Vielleicht. Ich will es mal versuchen. Nee. War ein Versuch wert, aber nö. Ich versuch's nochmal mit Nautilus. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt. Oder gibt es hier, warte mal, Telekinese vielleicht? Gibt es da hinten irgendwo einen Hebel, den ich betätigen kann? Ne. Gibt es nicht. Das ist sehr schade. Tja, dann... Vielleicht mit Eile. Eile könnte ich auch versuchen, dass ich mit Eile versuche zu rennen. Aber auch damit schaffe ich es nicht dort rüber. Nautilus? Lass es mich nochmal mit der Nautilus versuchen. Ach, ficken. Wie hat der mich denn erwischt? Hm. Ach, scheiße. Das ist jetzt blöde. Das ist jetzt echt doof.
Warte mal, wenn ich die... Haha, warte mal. Wenn ich die Viecher hier hinten... da sind doch Gegner. Kann ich die vielleicht herlocken? Da sind gar keine Gegner. Da war doch vorne einer. Das ist jetzt ja dreist. So, da komme ich jetzt also nicht hin. Hier gibt es auch keinen Weg entlang. So, jetzt ist das Ding wahrscheinlich wieder aktiviert, oder? Gehen wir gleich raus. Ja. Okay. Tja, denn weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr. Kannst du mal runtergehen? Und dann sagt Mendoza mir vielleicht irgendwie was, wenn ich ihm sage, dass Rufus tot ist. Das ist jetzt ärgerlich. Das muss ja irgendwie dann hier sein. Irgendwie muss ich dorthin kommen. Blöd. Man kann sie nicht hören, aber ich kann sie förmlich riechen. Na super. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier, hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle befolgen. Mhm. Rufus ist tot. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das? Das ist echt so ein Assi, ne? Ach, scheiße, Mann. Ja. Kacke, kacke, kacke. Wie komme ich da hoch? Ich habe noch Levitationszauber. Und zwar zwei. Magie wirkt hier nicht. Die wirken aber nicht, weil ich da... Ja, es wirkt hier halt nicht. Mich hier irgendwie hoch, dann von da rüber. Nee, oder? Von hier rüber levitieren? Levitieren. Levitiere. Jetzt neu. Im Spülregal, wollte ich sagen. Im Kühlregal. Scheiße. Das bringt alles nichts. Ach, wie zur Hölle war das denn nochmal? Mensch, ich guck gleich nach, ey, wenn das so weitergeht hier. Ich stelle mich an wieder der erste Mensch, ey. So ein Scheiß. So, warum machen wir diesen Kristall nicht einfach kaputt, wenn dadurch die Magie-Geraffel hier eingeschränkt ist? Magie wirkt hier nicht. Alter, deine Mutter kann keine Magie wirken. Nee, es geht wirklich nicht. Offensichtlich. Äußerst schade. Irgendwie müssen wir dorthin kommen. Rufus ist tot. Tja, das ist natürlich jetzt blöde. Für Rufus. Was haben wir denn hier? Wo sind wir hier überhaupt und warum ist hier eine Höhle? Tja. Mir gehen auch so langsam meine Levitationszauber aus. Ich meine, ich könnte mir natürlich neue bauen. Davon mal abgesehen, aber... Jetzt will ich doch nur mal eine Sache gucken. Hier komme ich nicht hoch, ne?
Back aus der Hölle. Echt, ey. Echt ätzend. So, pass auf. Nochmal Levitation. Ich mach das mal hier drauf. Nicht so. Will wissen, ob ich hier oben noch weiterkomme. Ob es da irgendwas gibt, was uns weiterbringt. Und sei es nur irgendwie ein Loch, wo man mit Nautilus durchkommt. Ich fürchte ja fast nicht. Nee, da ist gar nichts. Nee, okay, das bringt gar nichts hier offensichtlich. Gut, hätte ja klappen können. Dann schaue ich mich nochmal dort um, wo Rufus ist. Oder warte mal, der hat eine Notiz hinterlassen, ne? Hat er das? Hat er eine Notiz hinterlassen oder irre ich mich da gerade? Nee, das weiß er im Kampf, das hat er hinterlassen. So, der weise Kämpfer benutzt seinen Verstand, bla 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 bla. Ja, das kennen wir aber schon. Hier steht etwas über Magie. Tja, über Magie. Über Magie. Über Magie ist ganz lecker, ey. Als Gewürz in der Suppe. Ah, scheiße. Ich nutze jetzt nochmal Levitationszauber. Einfach nur, weil ich wissen will, ob ich hier drüben was übersehen habe. Ich speichere jetzt auch mal nicht. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Das geht gar nicht anders. Muss irgendwo ein Hebel sein. Irgendein Ring, an dem man ziehen muss oder sonst irgendwas. Irgendwas muss hier sein. So, den haben wir schon bewegt. Und wenn es hier nicht ist, dann muss es an der... Senden jetzt einer oder nicht? Da ist tatsächlich keiner, wa? Dieser Stein sieht brüchig aus. Ah. Ach was. Ach was. Aber nichts angezeigt, weißt du? Sausäcke, ey. Sausäcke, da war ich schon genau richtig. Wie bei dem Portal beim letzten Mal. Wo ich einfach mal hätte draufklicken sollen. Scheiße aus der Hölle. Alter, ich habe mir echt ein bisschen blöde angestellt. Das gebe ich ja zu. Aber das war auch ein bisschen gemein. Muss man auch mal so sagen. So, jetzt hier aus. Endlich. Das war gar nicht mal so unknapp. Tada. Dann machen wir es wieder voll. Ey, das ist so gut, dass ich mich nochmal ausgerüstet habe mit Tränken und so. Ich wäre so am Arsch gewesen jetzt. So, und hier finden wir doch jetzt bestimmt auch gleich... Na, scheiße. Nein. Was kann ich denn da mal draufstellen? Habe ich eine Büste? Alte Büste hier.
Oh, ich habe Büsten. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber... Aber ich habe sie gehabt. Alter Vater, ey. Ein Glück. Ich dachte gerade schon, oh nein, ich habe nur eine. So, damit müssen wir jetzt alles haben. Und Mendoza sollte glücklich sein. Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Sehr gut. Da kriege ich nämlich Weisheit ohne Ende. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So. Aha, das könnte ja, ich wüsste ja, wen das interessieren könnte. Und? Was denkst du? Die Sache schmeckt mir nicht. Warum werden wir nicht angegriffen? Vielleicht eine Falle. Gut möglich. Du wirst den Durchgang auskundschaften. Wenn du eine Falle findest, wirst du sie entschärfen. Wenn der Weg frei ist, rücken wir nach. Warum machst du das nicht? Das Tor war übrigens schon offen, ne? Also habt ihr bemerkt, oder? So, und hier wird man geplattmanscht. Geplattmanscht, wird man es immer noch? Ja, hier wird man immer noch geplattmanscht. Okay, ich habe die Falle gefunden. Das Tor war übrigens schon offen, ne? Ist euch klar. So. Da gibt es einen Hebel. Dann mache ich mal eine Telekinese. Und schalte den Mechanismus aus. Tada! Ich helfe dir. Jetzt wird's bestimmt lustig. Nee, ich will da erstmal mitmachen. Das gibt Erfahrungspunkte. Das können auch meine werden. Die Viecher gibt's echt nicht. Die verdammten Biester lernen es wohl nie. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Ja komm, dann jetzt aber Vollgas. Ich will mitmachen. Ich will auch Erfahrungspunkte kriegen. Ich helfe dir. Die alle anschießen, damit ich. Sonst kriege ich keine Erfahrungspunkte für die. Oh! Ich kriege aber auch keine Erfahrungspunkte mehr, wenn ich hier sterbe, ne? So. Ich kriege aber auch keine Erfahrungspunkte, wenn ich hier reinfalle. So. Verdammt! Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Das stell ich nicht siehst so an. Du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Ja, dann Vollgas. Ich helfe dir. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Mach. Das will ich hoffen. Mach doch. Du wirst ihn finden. Wir anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. So, dann gib mir mal deinen Scheiß. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schade. Schade eigentlich, ne? Ich muss da immer ein bisschen schneller sein, sonst kriege ich keine Erfahrungspunkte für die Viecher. Und das wäre ja Mist. Dann sahen die alle ab hier und ich stehe wieder doof da. Musst du wieder alles erkunden? Wenn es nach mir geht, lassen wir hier keinen Stein auf dem anderen. Ich hoffe, Mendoza sieht das genauso. Mendoza. Ach, Arsch. Ash meine ich. Hallo, ein Brontok. Nom nom. Lecker Brontok. Was ist denn das?
hier geht's gar nicht weiter. Na super. Eine Sackgasse, so ein Ärger. Eine Sackgasse mit einem Brontok drin. Oh, eine Säule. Hervorragend. Ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Der dunkle Gott. Dem Dunkelgott. Dunkelgott. Da vorne ist auch noch eine Säule, sehe ich gerade. No. Das könnte meine werden. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf. Waffen, um sie alle zu beherrschen. Hm. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich weiter. Und ich kämpfe immer noch. Du legst dich nicht nochmal mit mir an. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Leute, ihr sollt das nicht ohne mich machen. Ich kriege ja gar keine Punkte. Jetzt hört auf damit, Herr Kommandant. Sonst muss ich dich töten. Das geht so nicht, Freundchen. So. Wie kommen wir da rüber? Wir müssen irgendwie... irgendwie müssen wir einen Hebel bewegen. Dort hinten, warte mal. Vielleicht hier mit dem? Tada! Tada! Das wird großartig hier. Das ist doch relativ groß hier, ne? Das Gebiet. Ach, was? Guck mal. Da. Brennt. Das gibt's doch. Hier brennt's wohl. Wo kommst du denn her? Ja, das wüsste ich auch. Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Mhm. Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Wo kriege ich denn eine Karte her? Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so das wie Jorgensen. Jorgensen ich ist sage nicht verrückt. Dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Das ist echt schon fast zu geil. Jorgensen, der futtert immer die Pilze. Es geht los. Freundchen. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Das glaube ich allerdings auch. Allerdings sollte ich mal ein bisschen vorsichtiger sein mit meinen Herumgeballerie hier. Huch. So geht das ja gar nicht. So. Das und das. Das ist ja auch geil.
diese Mistviecher überall, die gehen mir ganz schön auf den Zeiger. Ich finde die nicht so wirklich dolle. Stimmt, das habe ich fast verdrängt, dass wir irgendwie noch in dieser Höhle mit den Schatzsuchern landen. Was eigentlich ziemlich geil ist. Na, du Lusche. Nächste, kommst du wohl her? Freundchen. Nicht mit mir. Was ist los? Alter, ruhig. Falsch. Ich habe den versehentlich angeschossen, das ist natürlich nicht so geil. So. Müsste sie doch wieder gut gehen, oder? Oh Mann, das war witzig. Na, alles gut? Später vielleicht. Gut. Ja, ich habe den versehentlich angeschossen. Da muss man, wie gesagt, immer so ein bisschen aufpassen mit dem Feuerball. Sonst passieren solche Dinge wie jetzt gerade eben. Dass der meint, ich hätte ihn angegriffen. Was natürlich völliger Quatsch ist. Kommt ja auf diese Trichter. So. Einmal Energie tanken. Hat er jetzt eine Karte dabei gehabt eigentlich? Regional? Nee, natürlich nicht. Das wäre auch alles zu schön gewesen. Naja, immerhin die Erfahrungspunkte bringen uns ziemlich gut nach vorne. Da kommt ja noch einer. Hullololololo. Hui, 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 hui. Junge, ich hab dir was mitgebracht. Alter Vater, scheiße. Jetzt hab ich den guten Mann umgebracht. Umgelegt. Ich brauche neue Trankkraft. Und dann warte ich kurz auf die. Dann kommen die hier garantiert gleich runter. Und sind auch fast schon tot. Das ist gut. Der ist hin. Gut. Ist ein bisschen schade, dass ich ihn umgelegt habe hier, versehentlich. Aber. Was willst du machen? Der war auch nicht questrelevant. Zum Glück. Zum Glück, muss man sagen. Sonst wäre ich jetzt ein bisschen in den Arsch gekniffen. Ja! So, warte. Noch eine Nautilus. Wo kommen wir denn hier hin? Das ist schon alles ziemlich schön hier. So, ich hoffe, das war nur eine. Aha, sonst ist hier nichts. Na toll. Dann, ach.
Jorgensen, Jorgensen. Wir müssen uns bald wieder neue Tränke machen, neue Mana-Tränke, ne? Hm. So, das Gebiet hier ist echt ganz schön groß, muss ich ja mal sagen. Ist das davon so eine Säule? So eine Schraubsäule? Nee, ne? Nee, ist es nicht. So, der ist hin. Das sind ja alles ein paar viele. Muss ich ja mal so sagen. Kommt noch wieder mit 30 Leuten an, oder? So, jetzt aber gut hier. Mein lieber, freundlicher Mitarbeiter. Haben wir es jetzt? So viele. Aber das Gute ist, wenn ich die jetzt alle erledige und nicht die anderen, dann ist das ganz... dann ist das ganz hervorragend, weil dann kriege ich die Erfahrungspunkte und nicht die. Ne? Was? Was? Na? Willst du wohl lieb sein? Wer auch immer da rumröchelt. So, die ganzen Dinger sind wahrscheinlich noch voll, oder? Die ganzen Hütten hier. Ich muss auf jeden Fall alles plündern, das ist ganz wichtig. Das ist alles für mich, das ist nicht deren Zeug, das ist meins. Alles meins. Ui, 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 ui. Pass mal auf, ich habe doch hier ganz hervorragenderweise, habe ich doch so einen Schlösserknacken-Zauber. Da, damit mache ich das. Geht viel schneller. So, und da drin ist natürlich auch noch einer. Oder auch nicht. Na gut. Kann man ja nie wissen. Ich habe noch einen Levitationszauber gekriegt, oder? War das so? Schade, dass man in diesem Bett nicht schlafen kann. Ich meine, gut, die sehen natürlich nicht sonderlich bequem aus. Aber nichtsdestotrotz. Okay, das war jetzt blöd. Das Doofe ist, der wird halt unterbrochen in seinem Zauber wirken. Und in dem Moment kannst du nichts mehr machen. Dann bist du am Arsch. Sagen wir es mal so, du bist dann halt am Arsch. Um es auf den Punkt zu bringen. Hab ich hier noch was drin gehabt? Ja. Nicht mal gespeichert habe ich. Wie nachlässig von mir. Ich speichere doch immer. Aua. Lässt du das jetzt wohl? Ui. Ui. Ach du liebe Scheiße. Wo kann ich hin? Hui! Hallöchen! Oh, hier bin ich falsch. Hui! Muss erstmal gucken, wo ich hier lang kann.
Bevor ich hier weiteren Kackfu mache. Der ist weg. Alter. Mal eben heilen. Alter, scheiße, ey. Das kostet mich relativ viel Energie, das Ganze, aber... Also insofern auch viele, viele Tränke. Aber es bringt mir auch massiv viele Erfahrungspunkte. Und damit bin ich bald eine krasse Sau. Er hat gesagt, ich soll die großen, die schönen, die leuchtenden Pilze soll ich mitnehmen, ne? Und essen, hat er gesagt. War mir doch so. Laufe ich gerade überhaupt richtig? Nee. Nee, jetzt bin ich im Sumpf. Jetzt bin ich in den Sumpf gelaufen. Das könnte ich natürlich auch machen. Mehr ist nicht zu holen. Das könnte ich natürlich auch machen. Ich sehe gerade, dass die Folge sowieso relativ fortgeschritten schon ist. Ist die Frage, wollen wir nochmal mit Jorgensen reden oder machen wir das irgendwann in der nächsten Folge? Wir sind, glaube ich, im Sumpf, oder? Nee, das pass auf. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe hier direkt wieder raus. Ich finde nicht mal mehr einen Ausgang. Alter, was zur Hölle ist das hier? So, ich will hier wieder weg. Ich will wieder in den großen Saal, wo ich vorhin war. Das war viel schöner. Viel schönerer, Mann. So. Ich will hier weg. Haben die mich hier voll rausgetrieben, die Säcke, ne? So, wie gesagt, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit diesem wunderschönen Spiel. Ich hoffe, dass du dann wieder dabei bist. Und ja, bis dahin sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und mach es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.